die Deppendorf. Gute Welti. Auch ohne neue Bundesregierung startet der Bundestag offenbar mit den Hufen. Am 18. November will man all das debattieren, was im Zusammenhang mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA ans Tageslicht gekommen ist. Und vor allen Dingen über die Tatsache, dass offenbar die Bundeskanzlerin abgehört wurde. Ist diese Debatte im Bundestag eine notwendige demokratische Veranstaltung oder doch eher überflüssig? Nein, ich finde sie richtig. Nicht überflüssig. Ich glaube, dass sich ein Parlament nach all dem, was man jetzt so weiß, nach dem, was rausgekommen ist, sich mit einem solchen Vorgang beschäftigt, auch darüber debattiert, das finde ich richtig. Mich hätte es gewundert, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Diskutiert wird auch über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und vor allen Dingen über dessen Sinnhaftigkeit. Ja. Da kann man sicherlich dann auch seine Zweifel haben. Ich sage mal, dass ein Untersuchungsausschuss gefordert wird von der Opposition, auch gerade jetzt, halte ich auch für nachvollziehbar. Die Frage ist in der Tat, was kommt da raus? Und da, was will dieser Ausschuss? Der wird keine Akten aus Amerika kriegen. Herr Obama wird mit Sicherheit nicht vor dem Ausschuss erscheinen. Amerikanische Geheimdienstler auch nicht. Herr Snowden vermute ich auch nicht. Also was soll da rauskommen? Außer ja, alles ganz schlimm und fürchterlich. Und so darf das nicht weitergehen. Oder die Frage, das wäre dann interessant, was haben unsere Dienste eigentlich gewusst? Und wenn sie was gewusst haben, wen haben sie gewarnt? Wenn sie jemanden gewarnt haben, warum war der möglicherweise auch aufgrund von Warnungen leichtsinnig? Welche Fehler sind da oben vielleicht auch bei politisch Aktiven gemacht worden? Das wäre noch ein Ergebnis. Aber dass wir jetzt von diesem Ausschuss erfahren, die Geheimnisse des NSA und wie das wirklich vonstatten ging und wer wann, wie, wo, wen abgehört hat, das mit Sicherheit nicht. Welche Hebel hat denn die deutsche Politik überhaupt in der Hand? Eigentlich nicht viel. Jetzt fährt man rüber, Delegationen fahren rüber. Ich glaube, dass man hofft, und ich vermute mal, dazu wird es auch kommen, dass es ein sogenanntes No-Spy-Abkommen geben wird, also nicht mehr ausspionieren von Freunden und vor allen Dingen nicht mehr ausspionieren von befreundeten Regierungschefs. Da fängt ja auch in den Vereinigten Staaten jetzt an, sich langsam mal eine Gegenbewegung zu etablieren. Die andere Seite sagt jetzt wie die Geheimdienstchefs, ja, nee, warum, ist doch toll, da wissen wir immer, wie die andere Seite denkt, wie unsere Partner auch denken. Und die andere Geheimdienstchef sagt, seid ihr alles selbst schuld in Europa. Also da tobt ja auch jetzt ein kleinerer Kampf. Mich erinnert oder für mich scheint dieses ganze Verhalten der amerikanischen Dienste und der amerikanischen Regierung im Moment sehr chaotisch. Ich glaube, da weiß keiner so richtig, was der andere eigentlich gerade will, was der andere weiß. Keiner traut da so richtig. Und von daher ist das eine schwierige Situation, wo ich glaube, unsere Leute gar nicht so viel erfahren und nur Symbolik und ein warmes Händchen von einem Vizepräsidenten für ein Delegationsmitglied, das kann es am Ende auch nicht sein. Was würden Sie denn erwarten aus amerikanischer Sicht? Aus deutscher Sicht würde ich mal so sagen. Aus deutscher Sicht würde ich erwarten, dass vielleicht doch mal so eine Art Entschuldigung kommt, vielleicht auch mal ein Besuch einer hochrangigen Delegation oder eines amerikanischen Ministers. Also warum sollte nicht mal Herr Kerry, der Außenminister, hier nach Berlin kommen und zumindest ein Bedauern ausdrücken? Denn gleichzeitig will man ja mit den Amerikanern, wir wollen EU und USA ein Freihandelsabkommen machen, das jetzt durchaus ja in Frage gestellt wird, was, wenn es nicht käme, für beide Seiten sozusagen schwere Verluste hätte, möglicherweise an Arbeitsplätzen, an Finanzen. Also das wäre schon angebracht, dass da mal einer kommt. Zu den deutschen Fachkräften, die sich jetzt in Washington um Aufklärung bemühen wollen, gehören unter anderem die Präsidenten von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst. Mhm. Redet man mit diesen Menschen anders als mit einem Europaparlamentarier beispielsweise? Ja, vielleicht unter Fachleuten, ja. Wie macht ihr das eigentlich? Nein, die werden auch von den amerikanischen Geheimdienstlern, glaube ich, nicht alles erfahren. Das macht, glaube ich, kein Geheimdienst der Welt, dass er alles preisgibt. Und die Amerikaner, wie man ja sieht, erst recht nicht. Vielleicht wird man verhandeln, was man in der nächsten Zeit dann wirklich nicht mehr macht. Vielleicht auch Grundlagen schaffen für dieses No-Spy-Abkommen, aber mehr auch nicht. Die amerikanische Botschaft befindet sich nicht weit von hier, ein paar hundert Meter in diese Richtung. Wie sicher fühlen Sie sich im ARD-Hauptstadtstudio in Ihrem Büro?
Also ich sag mal so, wir haben natürlich auch nachgedacht, hören die uns auch ab? Da glaube ich schon ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nicht auch schon mal Gespräche von der amerikanischen Botschaft abgehört worden sind. Damit muss man rechnen, dass Handygespräche, wir haben kein Krypto-Handy, dass auch wir mal abgehört worden sind, ja. Uli Deppendorf über die jüngste Entwicklung in der NSA-Späh-Affäre. Mal sehen, was wir sonst noch alles erfahren müssen bis zur nächsten Ausgabe von Deppendorfs Woche. Immer aktuell auf tagesschau.de im Internet und im Fernsehen auf tagesschau24.